jetzt mal Hand aufs Herz. Kennst du deine größte Schwäche? Meine sind nicht mehr die Mechanics. Ich merke immer wieder, einen Ball aufs Tor zu bekommen, bekomme ich einfach nicht gebacken. Okay, natürlich beruhigt es mich, wenn mein Gegner ein Open Net auch nicht reinmachen kann, Pfosten. Aber ey, wir liegen 1-2 hinten, deswegen muss ich so ein Open Net eigentlich reinmachen. Und so ein Ball, ja, so ein Ball auch. Deswegen habe ich mich extrem lange hingesetzt und habe Schüsse aufs Tor schießen geübt. Ja. Aua. Aua. Okay, viele von euch fragen mich immer... Tom, kannst du mir Tipps geben, wie man besser werden kann? Naja, im Prinzip trainieren, trainieren und trainieren. Ich habe gemerkt, eine Sache, die ich überhaupt nicht kann, sind Bälle aufs Tor zu schießen. Davor waren es Mechanics, die waren damals auch ziemlich wichtig. Die habe ich wirklich ausgiebig geübt. Und ich meine, ich könnte Mechanics mittlerweile eigentlich ganz okay, so Aerials und Airdrillings, aber einen Ball einfach aufs Tor zu bekommen... So wie den hier. Oh mein Gott, Training macht sich ja wirklich bezahlt. Eine Sache, die mich immer unfassbar getriggert hat, war sowas hier. Ich habe so einen Ball ganz oft nicht aufs Tor bekommen. Jetzt aber schon. Oh mein Gott. Und das habe ich trainiert. Mit Trainingspacks, mit Workshop-Maps. Einfach versucht, sowas mal etwas zu verinnerlichen, weil es hat mich halt... Oh, fast gerammt worden. Es hat mich halt schon häufig und ganz oft selber getriggert. Ich hatte echt schlechte... Schlechte Laune. Ich bekomme auch schlechte Laune, wenn du mich bammst. Und ich deswegen nicht mehr in Position bin und der Ball deswegen reingeht. Schade drum. Nein, also ein großes Problem von mir war immer, Bälle aufs Tor zu schießen. Und nicht nur meine Random Mates, auch ich fanden das halt nicht ganz so geil. Und ganz oft, wenn wir hinten lagen, habe ich es einfach nicht hinbekommen, irgendwie nochmal einen Konter richtig zu setzen, weil der Ball einfach nie on target kam. Okay, der Ball war jetzt zum Beispiel schwer, weil da eben noch ein Gegner im Weg war und ein 50. Aber ihr müsst halt selber auch mal... Wo ist der Ball? Sagt wo? Vorne! Oh, okay. Ich dachte, ich kann den jetzt... Ball ist drin. Oh mein Gott. Also ich dachte halt, mein Mate wäre hinter mir, deswegen, wenn ich den Typen bumpe, ist mein Mate free und kann den Ball einfach reinschieben. Dachte ich halt, bitte macht sowas nicht nach. Spielt nicht so offensiv auf dem Bump. Das bringt euch nichts. Es ist ganz gut gegangen, aber naja. Auf jeden Fall, erkennt eure eigenen Schwächen. Wenn ihr nicht genau wisst, was eure Schwäche ist, dann schickt doch euer Replay einfach mal eurem besten Freund oder Freundin oder... Oma vielleicht auch. Oma. Wie findest du mein Gameplay? Sehr, sehr gut. Keine Ahnung, irgendwem. Und der kann euch vielleicht sagen, yo, das sind meine, also deine Schwächen. Und dann kannst du vielleicht daran... Oh, ja, auch der kommt on target. Das ist halt, auch wenn er nicht stark war, er war aber on target. Ganz, ganz wichtiges Learning für mich persönlich. Also, ne, erkennt eure Schwächen. Auch der muss on target kommen. Auch der kommt on target. Es war ein bisschen sehr Voice-Crack gerade, kann das sein? Ach, scheiße. Kann ich nochmal neu aufnehmen, bitte? Oh, auch der ist blöd. Genau das meine ich. Einen verfickten, dummen, ekelhaften Blitzball bekomme ich nicht rein und das triggert mich. Dom, bleib entspannt, bleib ganz cool. Aber sowas triggert mich hart. Wirklich, Dankeschön. Oh, danke. Und natürlich auch danke an euch für euren kranken Support bei Aerial.exchange. Sehr viele von euch kaufen sich dort 2000 Credits für 10,49. Aber natürlich bekommst du dort auch alle anderen Items und Autos. Vergiss den Code ANYART nicht einzugeben, denn damit sparst du nochmal 3% auf alles und supportest mich damit enorm. Eins der wichtigsten Dinge bei Rocket League ist, sich immer stetig verbessern zu wollen. Oh Gott. Und manchmal hat man eben auch keine Downs dabei, so wie ich jetzt gerade. Das passiert schon mal, gehört halt dazu. Ich spawne, aber mach du gerne. Ich bin einfach nur gespawnt, es tut mir leid. ja, weil Rocket League ist halt kein Counter-Strike oder so. Glaube ich, also... Ich glaube, bei Counter-Strike muss man nicht so viel trainieren. Da spielt man halt eher, ne? Da gibt's ja keine Trainingsmaps, oder? Doch, bestimmt. Danke für den Bump. Auf jeden Fall, bei Rocket League kannst du halt viel trainieren. Mach das auf jeden Fall. Oh mein Gott. Das war richtig clean gemacht. Und ich habe heute einen guten Tag. Ich schreibe ihm guter Schuss. Weil ich heute lieb bin und nett bin. Deswegen mache ich das. Und er schreibt nichts zurück. Ja, dann eben nicht Danke schreiben. Ist okay. Auf jeden Fall... Am besten, bevor du Ranked spielst, setz dich kurz eine halbe Stunde hin. Du hast bestimmt diesen einen... Alles drin? 3-3? Oh Gott, okay. Was ist bei Meta gemacht? Ja, ich wollte gerade sagen, dass da bestimmt einen Freund, der auch öfter mal zu spät kommt, so wie mein Teammate gerade bei diesem Gegentor. Schade, Mann. 3-3. Also...
Am besten, wenn du weißt, du hast einen Freund, der eh immer so ein bisschen zu spät kommt, dann am besten einfach mal ein bisschen ins Replay schon mal gehen. Das kann wirklich helfen. Also ganz, ganz wichtig. Aber schreib mir gerne mal in die Kommentare, wichtiger 50, ob du deine eigenen Fehler erkennen kannst oder nicht so. Würde mich mal interessieren, weil ich glaube, dass ich halt sehr gut meine Fehler kenne. Aber ich glaube, nicht jeder so tickt, um Fehler gut zu erkennen. Ey, Zuschauer, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Also glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, oh, schöner, wichtiger Bump. Auch der kommt on targets. Okay, aber hat er natürlich, schade. Der ist ekelhaft, aber habe ich. Okay, oder auch du, nimm ihn gerne an. Macht besser, kein Problem. Perfekt. Also ich finde meinen Mate okay heute. Er macht aber auch einen leicht Double Commit von den beiden. Ein leicht chasey Eindruck. Aber ist, glaube ich, okay. Nochmal kurz erstmal wegspielen den Ball. Der kommt aber blöd zurück, ne? Ja, hätte ich was anders spielen müssen. Schön gemacht, Mates. Jetzt nochmal irgendwie den Ball mitnehmen. Einmal so machen, wieder mitnehmen. Vielleicht Passing Play in die Mitte. Mate ist nicht da. Schade drum. Rammen kann ich auch nicht. 2v1. Oh, schön gemacht, Mate. Hier, what a save. War gut gemacht. Und? Komm, geh bitte rein. Ha! Das ist genau das Karma. Und es ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich weiß, das Thema hatten wir beim letzten Video auch schon. Viele sagen immer, Bumpen ist eine Sache, die ist noobig, die ist scheiße, die ist kacke. Jein. Wenn du so bumpst wie der Kollege gerade, das ist scheiße. Wenn du aber bumpst und jemanden triffst, dann ist das schon ein bisschen Skill. Oh mein Gott, das ist auch Skill. Ich treffe gerade wirklich alle Bälle aus der Corner. Das macht mich gerade ein bisschen froh, um ehrlich zu sein, weil das habe ich wirklich ganz, ganz selten so effektiv und so häufig geschafft wie jetzt gerade. Ich glaube, ich habe jetzt 3, 4 Tore gemacht durch solche Cornerschüsse. Kann das sein? Ich habe doch keine Ahnung, aber das war schon ziemlich gut. Ich bin down. Japs, Mate, schön gemacht. Warte mal kurz. Einmal kurz die Karma-Schelle. Ich brauchte kurz die Revanche. Oh, hättest du nochmal die Revanche nehmen können. Auch nochmal da die Revanche? Schade, nein. Okay, Dom. Geh wieder ins Tor zurück. Ist alles so gut? Ich hab da... Oh, Pre nach oben gehen. Japs. Haben wir wichtig. Also ich bin gerade sehr chasey drauf im Sinne von Bumps. Macht sowas niemals. Es ist nicht gut für euch. Aber ich darf das manchmal machen. Ich bin halt Bump-Profi. Ich kenne mich damit aus. Komm mal, hier, weißt du was? Guck mal hier, Kollege. Oh, mal ein bisschen ärgern. Oh, ja, okay. Wir sollten die Runde aber gewinnen. Und ich bin gespannt, was euer größter Fehler oder eure größte Schwäche in Rocket League ist. Ja, ich weiß, euer größter Fehler ist, dass du hier immer noch nicht abonniert hast.